herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute wieder mal einen Skin, hab ihn da schon lange nicht mehr gehabt und der ist richtig, richtig schick. Das ist nämlich der 130-Jahre-Skin von Scania und den möchte ich euch präsentieren. Funktioniert aber nur beim Scania S. Ich nutze jetzt hier aktuell gerade den Scania von Eugen aus dem SCS-Forum bzw. aus dem Steam Workshop. Da funktioniert das nämlich auch. Das will ich euch jetzt zeigen. Dann geht's hier praktisch schon los mit dieser Gold Edition. Die sieht ja schon mal geil aus, oder? 130 Jahre, hier Nummer 86 von 130 Jahre, von 130 Stück, so, das ist diese Limited Edition, die gibt es halt dann nur in einer bestimmten, oh, ich habe was vergessen, ist ja noch gar nicht lackiert, warte mal, check, so, jetzt passt, alles lackiert, sieht es auf alle Fälle ganz, ganz cool aus, finde ich zumindest, mit diesem Gold, sieht gut aus. Dann gibt es auch in Blau und Silber, das finde ich auch ganz stark eigentlich, weil dieses Blau mir einfach gut gefällt. Dann haben wir hier nochmal Grau und Weiß in dem Fall. Dann haben wir nochmal Rot. Gibt es dann auch. Sieht auch ganz schick aus. Also wirklich sehr, sehr gute Qualität hier von dieser Arbeit hier. Ne? Dann Schwarz. Sieht auch gut aus. Schwarz-Gold. Ne? Kommt richtig böse rüber hier irgendwie. Ne? Gut. Dann hier nochmal das Rote. Dann nochmal das Weiß. Ich muss das bloß mal schnell schauen. Genau, und das ist jetzt 4. Was ganz interessant ist, ist einmal 4K Skin-Qualität und einmal 8K Skin-Qualität. Das ist schon hier eine ganz große Hausnummer, was die Qualität der Skinarbeit hier betrifft. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Das ist alles gleich nochmal in 4K oder in 8K. Wie macht sich das bemerkbar? Natürlich an der Größe der, des Skins halt. Ne? Logisch, aber das hat jetzt im Spiel nichts zu tun. Hat bloß was vielleicht mit dem Laden zu tun, aber wenn man gut rechnet hat, nimmt sich jetzt hier nicht viel. Ne? Aber es sieht einfach nur geil aus und ich weiß gar nicht, für was ein Skin ich mich entscheiden soll, weil eigentlich alle sehr schick aussehen. Was ich jetzt noch ganz cool finden würde, wenn man jetzt hier die Möglichkeit hätte, das zum Beispiel in Weiß zu machen, also dass man hier nochmal die Farbpalette hat, wo man das nochmal selber sich raussuchen könnte, wäre noch ganz cool. Aber die Idee finde ich richtig, richtig, richtig gut hier. Ne? Tolle Sache. Hat jemand schon mal so den LKW gesehen mit diesem Skin? Könnt ihr gerne kommentieren. Ich leider noch nicht. Aber ich finde es auf alle Fälle mega und sieht richtig, richtig gut aus. Hier jetzt also nochmal der Scania in Farbe und Bunt. Quatsch. Also es ist wie gesagt diese 8K-Variante hier. Und wie gesagt, es gibt die 4K-Variante. Aber ich nehme natürlich die 8K, da bin ich dort. Da lasse ich mich nicht lumpen. Denn das Skin kostet im Spiel bis 1 Euro. Da kann man schon mal zuschlagen. Ne, nee, wirklich geile Skinarbeit. Da kann man echt nicht meckern. Und das sieht richtig gut aus. Gefällt mir sehr gut. Und so eine 130 Jahre Skin bzw. Limited Edition Skin Variante muss man schon mal vorstellen. Funktioniert also für den Scania Next Generation, aber nur die S-Variante, beim R nicht, nur beim S. Und ich teste das jetzt hier praktisch auf dem Scania vom, wie heißt der, von Eugene aus dem SCS Forum bzw. auf dem Steam Workshop. Tolle Kiste, sieht gut aus und macht auf alle Fälle sehr dieser Skin. Auch sehr schöne Reflexion hier. Ja, habt ihr noch Fragen zu diesem Skin? Wenn ja, dann dürft ihr es natürlich gerne machen, einfach kommentieren. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken und damit euch viel Spaß mit diesem 130-Jahres-Skin. Coole Sache. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.